kann euch nicht besiegen. Da hast du recht. Fender, er gehört dir. Oh, jetzt habe ich nicht zugeguckt. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Skyrim Special Edition. Wir sind hier jetzt gerade bei der Dragonborn DLC und sind hier auf der Insel. Und hier gab es einen Drachenangriff. Ich würde gerne wissen, ob es einen Toten gab. Der Drache ist hier rumgeflogen, aber ich glaube, wir haben ja Run for Your Lives. Theoretisch sollte hier nichts passieren. Ich guck nur mal kurz auf dem Doofplatz. Aber einen Menschenschmied gibt's hier. Aber einen überlebt. Ich habe aber noch nicht alles gesammelt. Hier gibt's hier überall Pflanzen. Wir haben jetzt eine Quest bekommen. Nach dieser Aschenbrot-Ausschau. Ich hab einen Zettel gefunden. Kriegserklärung stand da drauf. Kriegserklärung. Festung Rabenfels. Meine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation eurer Streitkräfte und zur sofortigen Einstellung aller Feindseligkeiten wurden mehrere Male ignoriert. Daher bleibt mir keine andere Wahl, als anzunehmen, dass eure Anliegen auf Solstheim feindseliger Natur ist und die Festung Rabenfels daher als Feind des Kaiserreichs zu betrachten. Hä? Ich warne euch, jedem Versuch, Festung Frostmotte anzugreifen, werde ich mit dem gleichen Maß an Aggression begegnen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, euch und eure Armee angesichts Tamriels zu fegen. Brief soll das letzte sein, was ihr von mir hören werdet. General Felix Karius. Karius. Standortkommandant Festung Festmotte. Okay. Dann geben wir das mal diesem Hauptmann. Oh, Hauptmann. Oh, ich habe einen Zettel gefunden. Der könnte helfen. Mann, hier sind aber auch viele Wachen. Ja, ist er nicht? Da hinten ist er. Und nee, habt ihr noch nie eine Redoran-Wache gesehen? Nee, ich finde eure Rüstung aber eigentlich ziemlich hässlich. Muss ich doch zugeben. Ich stehe nicht so auf fancy Rüstung, aber das ist Skyrim. Morrowind. Elder Scrolls. Das sind die alle fancy. Da ist er doch. Habt ihr etwas gefunden? Diesen Brief zeigen wir erstmal. Diese Notiz habe ich von einem Mitglied der Aschenbrut. Äußerst merkwürdig. Sie ist mit General Falks Karius unterschrieben, aber das kann unmöglich sein. Untot vielleicht. Unmöglich, wieso? Nun, Karius war der Kommandant der kaiserlichen Garnison von Festung Frostmotte. Aber er starb vor über 200 Jahren beim Ausbruch des Roten Berges. Er kann einfach nicht mehr am Leben sein. Was soll ich tun? Wenn General Karius noch am Leben ist, muss es irgendetwas geben, das ihn am Leben hält. Geh zur Festung Frostmotte und untersucht sie. Ich werde mich zurück nach Rabenfels begeben und die Männer auf weitere Angriffe vorbereiten. Alles klar. Was genau ist denn... Kennt jemand namens Mirak? Nein. Seid vorsichtig. Dieser General Karius scheint den Verstand verloren. Ich glaube, hier drin findet man gar nichts. Wird wieder irgendwas angegriffen. Oder ist dieser Priester irgendwo hingelaufen und trommelt jetzt irgendwo drauf rum? Hm. Überall diese komischen Kartoffeln. Und Wurzeln. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich muss halt viel davon einsammeln. Am Blutgras irgendwas? Schoten? Ne, Aschengrasschote. Ach, guck mal, da ist so ein Schiff aus Morrowind. Gehen wir da mal hin? Fendal, wie findest du es denn hier? Schön? Ich find's schön hier. Mal was Neues. Aber wohnen will ich doch nicht. Das ist noch so ein Schreiter. Oder wie die heißen. Kann mich auch vertun. Scheiße. Doch nicht nett. Scheiße, ich dachte schon. Treffer, Plünderfürst. Was ist denn ein Plünderfürst?
Er ist tot. Okay, alles klar. Ich habe eine Idee, was wir jetzt mit denen machen. Scheiße, habe ich nicht mehr. Doch. Steh auf, mein Sohn. Du lebst. Scheiße. Angriff! Der macht bestimmt alles platt jetzt. So, einmal kurz in Deckung gehen. Eisenpfeile. Immer noch so Müll. Oh, guck mal, Samen. Ach, der hat alles plättet, keine Sorge. Was ist das denn hier? Feines Herzsteinlager. Oh! Glühendes Metall. Fancy. Befreit mich. Nein. Selber schuld, greif mich halt nicht an. Und ich habe eine tolle Kochmütze. Was hast du da überhaupt Cooles an? Das ist schon ein bisschen cooler, auch wenn es ziemlich fancy Befreit ist. Befreit mich. Nein. Blöde Zauberer. Bin nicht gut genug für eure feine Akademie, was? Hab ihm doch gesagt, er soll es einfach raushalten. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Musste sich wehren. Guck mal, die haben die ganze, diese Knochenrüstung an. Sieht aber gar nicht aus wie Knochen. Ach, das ist ein Schiffswrack, oder? Nichts Brauchbares. Sie war echt verblüfft, als ich das Messer aus dem Stiefel zog. Kannte ein Mädel mit Haaren wie Gold. Oh mein Gott, was gibt's noch creepigeres als Zombies? Sing mit Zombies. Aha, was ist denn hier passiert? Krummsäbel. Bäh. Noch ein Riesenzeh. Ach, guck mal hier. So, da ist er. Der darf jetzt hier nicht sterben. Ich muss sehen, wo der stirbt, damit ich seine Sachen nehmen kann. Ah. Ich brauche mal einen neuen Bogen. Das wäre schon echt cool. Ein Drachentöterbogen oder so. Auriels Bogen ist halt schon ein bisschen gay. Hier sind wir fertig. Hervorragend. Weiter geht's. Der Nebel, der immer vor mir auftaucht hier. Diese Spur. Dann folgen wir mal der Straße. Das wollten wir ja sowieso machen. Ist hier überhaupt irgendwo eine Straße? Irgendwo vor uns. Da! Ach, ich muss gucken, dass die bei mir bleiben, ne? Der stirbt ja dann gleich. Greifen die mich an? Oder seid ihr lieb? Hallo? Nein, die sind lieb. Ja, wie bist du denn? Oh, guck mal, kleine, gummigeschwebende, hässliche Dinger. Hab ihm doch gesagt, er soll's einfach rausrücken. Aber hat er zugehört? Süß, natürlich, oder? Nicht. Musste sich wehren. Den machen wir aber nicht tot, oder? Oh, er ist tot. Kann ich ihn wieder auferstehen lassen? Wir nehmen mal alles mit. So, hier ist die Straße, glaube ich. Wenn das eine Straße da... Oh Gott, große... Mann, die sind aber auch groß. Aschen... Was? Kackkleinen Insekten. Fender, wo bist du? Oh, wie die auseinanderfallen.
Bäh. Ich glaube, da ist ein Bogen besser gegen. Egal. Das sind schon wieder diese Dinge, aber die sind... Das ist doch... Das sind aber keine Alchemiezutaten wahrscheinlich. Da drin fest. Ich bekomme... Ich weiß Dinge. Versteckte Dinge. Dinge, die ihr nicht wissen solltet. Jetzt mal ganz langsam. Was faselt ihr da? Ihr glaubt mir nicht. Niemand glaubt mir. Niemand will mir glauben. Ich will das auch nicht. Aber ich kann nicht anders. Sie sind in meinem Kopf. Was ist in eurem Kopf? Geheime... Versteckte Dinge. Ich sehe schon. Was führt zu nichts, zu viel Glück und einem Bla? Glück hilft da nichts. Ich brauche etwas, um diese Dinge aus meinem Kopf zu holen. Warum hört mir niemand zu? Hört mir zu! Sie sind in meinem Kopf. Ihr gehört mir. Hallo, das war klar. Ja, ich kann euch nicht besiegen. Da hast du recht. Fender, er gehört dir. Oh, jetzt habe ich dich zugeguckt. Oh. Wo hast du denn getroffen, Fender? Ah, im Rücken. Das steckt der Bolzen. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Kritzeleien eines Verrückten. Kritzeleien eines Verrückten. Schwarze schlammige Finger, schwarze schlammige Worte, schwarze schlammiges Buch, weiß Kamm, Hügel, Grab, schwarz wie die Pupillen meiner Augen, aber dunkel holt ich Dinge aus meinem Kopf. Ja, okay. Wir haben eine Markierung für ein Grab bekommen. Was ist das denn da oben? Kanniswurzel? Kriechranke? Nee, ganz andere Sachen. Komm, wir essen mal eine von diesen Zutaten. Och Mist, das finde ich doch niemals mehr. Vergessen, wie es heißt. Wäre cool, wenn ich die Sachen bei mir anpflanzen kann, aber ich meine, hier ist so viel davon. Ich brauche hier nur mal hinreisen. Und gut ist. Das Ganze. Das bringt doch bestimmt wieder voll den Alchemieschub. Ah! Was denn erst jetzt? Oh, so einen habe ich noch nie getötet. Zwei Klingen. Oh, der hält aber viel aus. Ah, sehr gut. Daneben. Ui, holla, die Waldfee. Was blüht der jetzt noch? Ich sag, krass, ich habe noch nie gegen zwei Gänge gekämpft. So ein paar Monster hatte ich noch nicht, gegen die ich gekämpft, noch nicht gekämpft habe. Ach, Bogen wollte ich ja ausprobieren. Gut, Kleiner, die sehen aus wie von Dwemann, ne? Jetzt ist Schluss. Nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer. Da ist noch einer hinter mir, oder? Ne, doch nicht. Ich werde etwas deprimiert hier. Was war das? Scheiße.
euch holen. Houston, we have a problem. Diese Stiefel. Mir richtig gut steht. Scheiße. Ihr werdet bluten. Ich glaube eher, dass du blutest, Freundchen. Los, Fendal! Genug! Aha! Der Beste! Schon wieder so eine Rüstung. Ah, nein, wir sind überladen. Wir brauchen ja nicht zwei davon. Gravierte Nordrüstung. Zwei davon sind überfällig. Nicht nötig, meine ich. Unnötig, so. Überfällig. Brothain. Irgendwie sowas. Oh, guck mal hier. Herzsteinlager. Mehr davon. Da ist noch eins da hinten. Sehr gut. Ich will mehr, ich will mehr. Gib mir mehr, gib mir mehr. Hervorragend. Ah, egal. Das ist noch eine Truhe. Meh. Meh. Nein! Ich bin überladen. Und die ganzen Waffen mal wegwerfen. Ich brauche. Vulkanschweinhammer. Keine Ahnung. Brauche ich auch nicht. Sehr gut. Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen auf die Hauptquest auf dieser Insel fixieren. Ich will mich generell jetzt mal gerade auf die Hauptquest generell fixieren. Damit ich mal mit ein paar Sachen fertig werde. Vielleicht, dass sie mich die Drachen nicht mehr nerven oder so in einer Zeit. Da muss ich hoch. Okay. Aber das ist doch da, wo dieser Mira-Ark sein soll. Oh, Alter, hier liegen ja überall tote Drachen rum. Okay. Und hier sind die ganzen Plünderer am Arbeiten, ey. Und hier ist ein Nord. Das ist Georg. Herkia. Und wenn die Welt sich erinnert. Das hat bestimmt was mit dieser ganzen Drachengeschichte in Skyrim zu tun. Dann ist es um diese Welt geschehen. Hier in seinem Tempel. Ey, was ist denn da los? Oslaf, bitte. Ihr müsst auf mich hören. Auf das. Isra, könnt ihr mich hören? Das sind wahrscheinlich ihre. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Ihr dort. Was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Wer seid ihr? Ich bin Freya von den Skaal. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Von denen was? Sie wovor retten? Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen. Und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storm, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist.
Aber das ist doch unmöglich. Dieser Mira-Ark hat versucht, mich umbringen zu lassen. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Yeah, kurz und bündig. Machen wir das doch. Irgendwas ist... was ist denn jetzt los? Leute, wir müssen jetzt sowieso erstmal abschmeißen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bei Skyrim Special Edition. Was ist hier los? Leute, haut rein. Thank you.